Nach zwei freien Tagen wirkt die Mannschaft richtig ausgeruht und bereitet sich mit höchster Konzentration auf das nächste Auswärtsspiel auf St. Pauli vor. Der 4:1 Heimerfolg hat der Mannschaft um Patrick Ehrers einen neuen Schub gegeben. Der Clubtalk, wie immer präsentiert von unserem Partner Kulmbacher. Wenn du mal so deine Saison im Verlauf siehst, wie würdest du die beschreiben? Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich bin dann gut reingekommen nach meiner Verletzung wieder. Die ersten Spiele waren dann wieder ein bisschen raus. Aber ich denke, ich bin auf einem guten Weg, auch wenn nicht alle Leistungen gut waren. Aber trotzdem glaube ich, dass ich mich jetzt nach der Verletzung gut entwickelt habe wieder. Ja. Was fehlt dir noch zu 100% Patrick Ehrers? Ja, ich glaube, ein bisschen Spielpraxis und einfach wieder 90 Minuten am Stück. Und dann kann es nicht mehr lang dauern, glaube ich. Ihr spielt meistens mit einem Sechser. Ist das für dich komplizierter, als wenn es da einen Nebenmann hättest auf der Position, oder fühlst du dich so genau richtig wohl? Nee, ich fühle mich so und so wohl. Also beides geht für mich. Also auch wenn ich einen Nebenmann habe, komme ich gut damit zurecht, aber ich fühle mich auch alleine auf der Sechs ganz wohl. Wenn man mal eure drei Spiele in der Rückrunde anschaut, Aue, das zuletzt war spielerisch die größte Steigerung drin. Was ist da noch an Luft drin in euch als Mannschaft? Ja, ich glaube, dass wir spielerisch eine sehr, sehr gute Mannschaft sein können. Also da muss aber schon viel stimmen und unsere Laufwege müssen stimmen oder unsere Abstimmungen. Aber man sieht im Training schon, dass wir da sehr viel Qualität haben, aber müssen natürlich dann auch auf den Platz bringen. Ja. Und endlich mal ein Heimsieg. Genau, das haben wir vorgehabt bei dem Spiel und ja, das wollen wir auch so weiterhin so machen bei dem nächsten Heimspiel. Die meisten Fans freuen sich auf Hamburg, aufs Millerntor, aber ihr solltet vorher dann richtig Gas geben. Ist das für euch auch so ein besonderes Spiel, Flutlichtspiel, Millerntor, Hamburg, St. Pauli? Ja, es ist schon eine sehr gute Atmosphäre da und auf solche Spiele freut man sich. Union Berlin war ähnlich, auch Abendspiel, auch Flutlicht und ja, haben wir auch gewonnen. Das wollen wir am Montag auch wieder machen. Ja. St. Pauli ein gefährlicher Gegner, wenn ihr so über St. Pauli spricht. Was bleibt da bei euch so hängen? Auf was müsst ihr da aufpassen? Ja klar, ist uns eine gefährliche Mannschaft. Ich glaube, sie würden auch gerne woanders stehen, stehen jetzt im Mittelfeld. Haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren und sind, glaube ich, schon gewillt, gegen uns zu gewinnen. Da müssen wir schon freudig sein, aber wir wissen ja, was auf uns zukommt. Dass die Mannschaft sehr viel Qualität hat, aber ich glaube, wir sind dann sehr gut vorbereitet. Jetzt habe ich von mehreren Spielern erfahren, dass bei euch in der Kabine gar keine Tabelle hängt. Aber wie liest ihr sie trotzdem, diese virtuelle Tabelle aktuell? Ja, ist richtig, dass bei uns keine Tabelle in der Kabine hängt. Ja, nach dem Spieltag schaut man vielleicht schon mal drauf, aber im Moment macht es wenig Sinn. Aber wir haben noch 13 Spiele, 13 sehr schwere Spiele. Deswegen, ja, wollen wir uns lieber aufs Spiel konzentrieren, als auf die Tabelle zu schauen. So, im Privaten, gibt es da den ein oder anderen Traum schon mal von der Liga höher? Den gab es immer, ja, und gibt es vielleicht auch jetzt. Aber wie gesagt, wichtig sind die nächsten Spiele. St. Pauli steht jetzt vor der Tür und da wollen wir wieder gewinnen und dann schauen wir weiter. Ihr habt an unterschiedlichen Systemen immer wieder gearbeitet, oder 4-1-4-1 oder 3-5-2. Gibt es wieder was Neues im Gepäck oder wollt ihr die einfach nur stabilisieren? Oh, das muss man den Trainer fragen, was er vorhat. Aber ich glaube, wir sind da sehr flexibel. Das ist auch eine große Stärke von uns, da wir uns da ja schnell im Spiel umstellen können und ja vielleicht den Gegner auch überraschen können. Deswegen, ja, mal schauen, was der Trainer vorhat. Und du bist jetzt wieder heiß aufs Tore schießen, dank des letzten Spiels. Ja, absolut. Also kann gerne so weitergehen, genau.